Was ist morgen die beste Währung für institutionelle Investoren? Um diese Frage zu beantworten, schließe ich mir Leroy Lorenz von Quadrant Capital an. Leroy, wie meinen Sie bei Quadrant? Warum tendieren die Investoren zu algorithmischem Trading? Es gibt mehrere Gründe dafür. Sei es ein Familienbetrieb oder ein Investitionsfonds, sind die Grundlagen für alle Anleger dieselben. Erstens sucht man nach berechenbaren, konsequenten Einnahmen und ununterbrochenem Einkommen von Monat zu Monat. Und zweitens braucht man eine strikte Risikosteuerung. Alle sprechen von Risikosteuerung, aber algorithmischer Handel ermöglicht einen echt leichten Umgang damit, indem er mit manuellem Handel verbundene Emotionen ausschließt. Typischerweise parkt der Investor einen Teil seines Portfolios oder Auftrags bei algorithmischem Handel. Das machen wir für Investoren, damit sie über ihre Einnahmen sicher sind und das Risiko limitieren. Das sind also einige Vorteile. Glauben Sie, dass diese Begünstigungsfaktoren zur Verbreitung dieser Handelsart auf dem Markt führen? Aber sicher, alles deutet auf eine massive Zunahme hin, auf dem Markt im Allgemeinen und im Aktienhandel im Einzelnen. Hier erwarten wir, dass 50% des Marktes auf solche Weise handeln werden. In den USA werden 60% von Spot FX so gehandelt. Wir erwarten einen Anstieg auf 75% bis Jahresende 2015. Es wächst, weil es funktioniert. Wir sprechen von der Zukunft, aber welche Faktoren haben die bisherigen FX-Marktentwicklungen angetrieben? Zweifel gibt es immer und Zuversicht ist der Schlüsselfaktor in jedem Markt. Als manueller Händler ist man oft besorgt, dass der Markt nicht mehr so sinnvoll wie zuvor ist, denn algorithmischer Handel ist in einem gewissen Maßen gedankenlos. Manuelle Händler beklagen sich auch oft darüber, dass die angewandten Strategien nicht mehr so effektiv wie zuvor funktionieren. Es gilt, Veränderungen haben stattgefunden und man muss sich entweder anpassen oder sterben. Der erste Schritt ist zu akzeptieren, dass es nicht unfair, sondern anders geregelt ist. In Deutschland und Indien schlagen Aufsichtsbehörden neue Wege vor, Gerechtigkeit sicherzustellen und Märkte nicht manipulieren zu lassen. Einer der Vorschläge war, eine bruchsekundenlange Mini-Pause zwischen Handelsgeschäften einzurichten, damit der Trend nachvollziehbar wird, sondern nicht wie jetzt im Frequenzhandel, wenn Millionen von Geschäften zu schnell abgeschlossen werden, sodass man nicht nachvollziehen kann, was überhaupt passiert. Ein weiterer Vorschlag war Lizenzierung. Das heißt, wenn ich bereit bin zu liefern und Sie auch, dann müssen wir die Behörde um Genehmigung bitten. Aber es stellt sich die Frage, was das für die Behörde bedeutet. Schließlich, wenn Marktmanipulationen nachgewiesen wurden, hat es einen negativen Effekt für Frequenzhandelssysteme und zum Abfluss von Geldern aus dem Markt, aus dem Derivatengeschäft. Deshalb sollten sich die Aufsichtsbehörden etwas anderes einfallen lassen, was dem Markt nicht schadet. Also Sie meinen, dass die Manipulationen ziemlich verbreitet sind und sehr reputationsschädlich sind. Warum arbeiten Ihre Kunden zuerst mit ihren gesteuerten Konten, bevor sie sich auf das Marktgeschäft einlassen? Unsere Firma hat einen guten Ruf. Der Kunde will natürlich unseren Track Record, Risk Management Methodologie und Ähnliches sehen. Dafür haben wir natürlich eine Due Diligence. Aber wir wollen auch sein Vertrauen verdienen, indem wir für den Kunden ein kleines befristetes Konto einrichten, wo er sich davon interaktiv überzeugen kann, indem er Dinge beeinflussen, sondern nicht nur im Nachhinein prüfen kann.
da können die Kunden an diesem Instrument sehen, welches Einkommen wir bringen und wie gut unser Riskmanagement ist. Leroy, vielen Dank für den Besuch und Ihre Expertise. Es war mir recht ein Vergnügen. Liebe Zuschauer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Leroy und mir. Bleiben Sie mit Dokaskope TV, denn wir haben noch viele Informationen für Sie. Auf Wiedersehen.